die König Brauerei in Duisburg-Beek. Im Jahre 1858 von Theodor König gegründet, zählt die Brauerei heute zu einer der bekanntesten Deutschlands. Seit 2004 gehört die König Brauerei zur Bitburger Braugruppe. Das nach dem Gründer benannte König Pilsner ist bis heute das Aushängeschild der Brauerei und zählt zu den namhaftesten deutschen Biermarken. Hier in der König Brauerei in Duisburg brauen wir unser Bier nach den althergebrachten Verfahrensschritten. Es beginnt mit dem Maischen, geht übers Läutern bis zur Würzekochung und schließlich zur Gärung, Filtration und Abfüllung der Biere. Wir legen Wert darauf, dass wir alle Verfahrensschritte in der eigenen Hand behalten und somit für die Qualität unserer Produkte einstehen können. Die Verbindung von traditioneller Braukunst und moderner Technologie ist für die König Brauerei wichtig. Zuletzt hat das Unternehmen einen neuen Drucktankkeller in Betrieb genommen, um die Prozesse am Standort weiter zu optimieren. Die Planung und die Umsetzung dieses Drucktankkellerprojektes haben wir im Team der Bitburger Braugruppe selbst in die Hand genommen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten haben wir diesen Kraftakt stemmen können. Und da ist in Bezug auf die Messtechnik insbesondere die Firma Krone Messtechnik zu erwähnen. Für die unterschiedlichen Messstellen haben wir magnetisch-induktive Durchschnittsmessgeräte, hygienische Temperaturfühler, Grenzwertschalter sowie die komplette Druckmesstechnik geliefert. Am interessantesten ist sicherlich die Füllstandsmessung in den Biertanks. Unser Drucktankkeller umfasst insgesamt 20 Tanks, 16 mit einem Bruttovolumen von 2000 Hektolitern, 4 mit 1000 Hektolitern Inhalt. Wir benötigen diese Pufferkapazität, um die Prozessschritte der Bierherstellung, die in Wochenzyklen gerechnet werden, auf die Prozessschritte der Abfüllung, die in Stundentakten ablaufen, abzustimmen. Die Anforderung des Kunden war eine störungsfreie, wartungsarme und genaue Messung, die eine hohe Anlagenverfügbarkeit gewährleistet und den hygienischen Standards entspricht. Für die Füllstandmessung in Biertanks hat sich die klassische Differenzdruckmessung mit Kapillarleitungen bewährt. Sie sollte daher ursprünglich auch bei den Puffertanks der König Brauerei zum Einsatz kommen. Aufgrund der besseren Zugänglichkeit sollte der Transmitter oben im Tankton installiert werden. Das ist aber mit gewöhnlichen konventionellen Differenzdruckmessungen mit Druckmetern und Kapillarleitungen nicht möglich. Bei diesem Prinzip ist die Länge der hängenden Kapillarleitung begrenzt, weil ansonsten der Dampfdruck der Füllflüssigkeit unterschritten wird und die Flüssigkeitssäule reißt. Realisiert haben wir die Füllstandsmessung in die Biertanks über elektronische Differenzdruckmessung mit dem Optibar 5060 EDP. Das ist ein System aus zwei einzelnen Relativdrucktransmittern, die als primäre und sekundäre Transmitter über ein Signalkabel miteinander verbunden sind. Zur besseren Erreichbarkeit haben wir den primären Transmitter oben im Tankdom neben dem Überdruck- und Vakuumventil installiert. Der primäre Transmitter misst den Gasdruck oberhalb der Flüssigkeitssäule. Der sekundäre Transmitter befindet sich am konisch geformten Auslauf am Boden des Tanks und misst dort den Gesamtdruck im Tank. Er überträgt das Messsignal schnell und synchron an den primären Transmitter, der wiederum den Differenzdruck errechnet. Der Optibar 5060 EDP verfügt über viele hygienische Anschlüsse. In dieser Anwendung erfolgte die Installation per Varivent-Anschluss und Anschweißstutzen. Die Drucktransmitter sind in Edelstahl ausgeführt. Sie besitzen eine vollverschweißte Edelstahlmembrane, die korrosionsbeständig und leckagefrei ist. Hinsichtlich die Einrichtung und Betriebnahme verhält sich ein elektronischer Transmitter wie ein herkömmlicher Differenzdrucktransmitter. Das heißt, er hat deutliche Kostenvorteile gegenüber zwei separaten installierten Drucktransmittern. Der Optibar 5060 EDP verfügt als Zweileitergerät über die gewünschte Profibus-Kommunikation und jedes EDP-System hat nur einen einzigen Profibus-Ausgang. Bei zwei unabhängig voneinander installierten Transmittern wäre das anders. Sie benötigen immer auch zwei Profibus-Ausgänge. Das heißt, die Konfiguration mit dem Optibar 5060 EDP spart dem Kunden quasi die Hälfte der Kosten. Die elektronische Differenzdruckmessung zur Bestimmung des Inhaltes unserer Drucktanks von der Firma Krone hat uns überzeugt. Wir behalten damit einen guten Überblick über unsere Bestände. Als Komplettanbieter für Messtechnik ist man bei diesen Projekten nicht nur Gerätelieferant, sondern immer auch Ratgeber für die Fachabteilung. Dadurch konnten wir unser langes Applikationswissen aus der Brauereitechnologie hier im Projekt beraten mit einbringen. Krone bietet für Brauereiprozesse und Hilfskreisläufe die passende Messtechnik und applikationsspezifische Beratung an. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.